stehen jetzt hier vor der Skulptur von Manchinski Denninghoff von 1969. Eine Skulptur, die den schönen Titel hat, Naturmaschine. Viele Maler sind mit dieser Skulptur aufgewachsen. Sie steht also jetzt hier schon 40 Jahre und immer wieder sieht man Kinder, die hier drauf rumspielen und rumrutschen. Es gibt aber auch Vermutungen, dass eines Tages war sie da. Wie auch immer, wir haben versucht, das Material zu bestimmen. Auch das ist nicht ganz eindeutig. In der Maler Zeitung ja auch schon darüber berichtet. Ich habe erfahren, hier soll im Rahmen der Dreharbeiten ein Security-Mann verschwunden sein. Das höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Ja, das soll gestern Abend passiert sein. Genaues wissen wir auch nicht, deswegen frage ich Sie ja. Ich kann gerne einen Kollegen mal kurz anrufen. Ja, das sollten Sie dann mal tun. Eine der prominentesten Stellen hier in Mahl auf dem Krälerplatz ist natürlich das große Wasserbecken. Im Moment sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus, weil das Wasser rausgenommen ist, aber es ist der Ort, wo wir immer temporär Skulpturen unterbringen, die besondere Wirkung haben. Performativ ist ja das Stichwort der Stunde in der bildenden Kunst und diese Skulptur ist sozusagen eine floatende, ja, was ist es? Sie werden jetzt denken, es ist einfach nur ein Ruderboot aus Gummi. Nein, es ist eigentlich viel mehr. Es hat eine Aura um sich herum, die erst dann wirklich zum Leben erweckt wird, wenn man reinsteigt, weil man weiß nicht, wo man mit dem Boot hinkommen wird. Ey Bro, film mal die Insel, da hinten auf dem See, da war gerade irgend so ein Bellen. Lass mal direkt das Boot klauen und direkt auf dem Inselschiff. Ja, okay, komm. Wen? Warte, 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 warte. Voila. Dreh, Moruk, du musst drehen. Sanorigit. Bruder, du sollst das Ding da holen. Warum sagst du mir das nicht? Bruder, lass mich rudern, voila. Wir dürfen auch zu der Insel, ne? Hä? Ey, Bruder, was ist das? Das ist, ey, das blinkt. Lass mich mit der anderen Seite dahin. Was ist das, Moruk? Nimm doch. Ja, komm noch mehr. Idioten. Am Nacken. Ey, das ist groß. Das blinkt voll. Lass mich mit der Seite dahin. Hä, hey, das blinkt, Alter, was ist das? Was ist das, Alter? Boah, das war ein geiler Arsch. Auf der Insel war grad nix. Hör mal auf! Hilfe! Wasser kommt rein! Ball! Ball! Ja? Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich sie besser. Ja? Nein. Sie haben Maler gefunden? Mein Hund? Ein Mensch, ein Hund, zwei Herzen und sechs Beine. Das sind wir, Naila und ich.
mal mit, mal ohne Leine. Der Hund ein Freund, der Mensch nie mehr alleine. Das Glück, es lauert überall, auf der Erde und immer. Naila! Hallo, mein Schatz, hallo. Naila, komm her. In dieser Kiste findest du nicht nur deinen Hund Naila, sondern auch einen Tennisball. Der Tennisball ist aber gar kein Tennisball. Vielleicht ist der Hund auch gar kein Hund. Wir würden dem Hund nicht trauen. Viel Glück. S und I.